1917 und das Empire ist in ziemlichem Aufruhr, da ein paar Fotos im Umlauf sind. Fotos von den beiden Cousinen Nancy Cartwright und Elsie Griffith. Was an sich jetzt noch nicht so spektakulär klingt. Allerdings waren auf den Fotos die beiden Cousinen zu sehen mit etwas, das aussah wie Feen. Und egal was angestellt wurde, es konnte den beiden keine Fälschung nachgewiesen werden. Und beide schworen auch Stein und Bein darauf, dass diese Fotos echt waren. Das hat die Gesellschaft ein wenig gespalten. Viele haben auf einmal Glauben an Magie zurückgefunden, waren spirituell erleuchtet, fanden das großartig. Andere wiederum sahen das recht weltlich und sagen, okay, selbst wenn wir das nicht nachweisen können, irgendwie, irgendeine Art von Fälschung muss es da doch gegeben haben. Zu den Bewunderern zählte sogar einer der, wie ich finde, cleversten Menschen seiner Zeit, Sir Arthur Conan Doyle, der die Bilder 1922 auch in einem Buch veröffentlichte. Diese gesamten Bilder sind übrigens bekannt geworden, dann unter dem Namen The Cottingley Fairies. Und wie gesagt, schworen die beiden Kids Stein und Bein, diese Bilder sind echt. Zumindest bis 1983. Da hat sich eine von den beiden dazu entschlossen, einen Wein einzuschenken, während die andere immer noch behauptet, nein, 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 alles echt. Nun, aber um zu wissen, was sind diese Feen überhaupt? Und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, über die mystische Geschichten der Feen, erzähle ich euch erstmal, was ist überhaupt eine Fee? Und das ist eine Frage, die eigentlich ganz einfach beantwortet wird, wenn man so vom rein optischen Standpunkt aus geht. Eine Fee ist eine etwa handgroße menschliche Figur, also Lebewesen, mit einem oder zwei Flügelpaaren, meistens Insektenflügel. Diese Feen sind interessanterweise in der Sagenwelt von ganz Europa zu finden und das auch bis ins alte Rom zurück. Die Feen sind meistens eine Art Schicksalgeister, Naturschützer und ja, einfach so kleine Waldgeisterchen, die in den größten, in den meisten Fällen als super lieb und nett dargestellt werden. Und halt tatsächlich so lieb und nett sind, wie sie niedlich sind. Bekannt waren sie im alten Rom zum Beispiel schon unter dem Namen Fata, also vom lateinischen Wort Fatus, für Schicksal. Also die Schicksalsgeister. Altdeutschen, also ganz, ganz altdeutschen Gedöns, kennt man sie als die Feien. Oder im Französischen, und ich bin mir 100% sicher, dass ich das definitiv falsch ausspreche, weil es so einfach aussieht, hießen sie einfach Fee. Und man kann nichts über die Feen erzählen, ohne auch die Elfen mit ins Spiel zu bringen. Weil Feen und Elfen in ihrer Mythologie und den Geschichten, die es über sie gibt, oft so stark miteinander verwoben sind, dass daraus mehr oder weniger ein Wesen wird. Das gleiche gilt auch für Kobolde. Und deren Eigenschaften und ja, Machenschaften sind von den Geschichten her so verwoben, dass man nie sagen kann, dass eins hundertprozentig nur einer Art zugeschrieben werden kann. Eine der bekanntesten Feen, die es gibt, oder eine der bekanntesten Feengeschichten, ist wahrscheinlich die der Morgaine oder auch Morgana, die im mystischen Feenreich Avalon den verletzten Artus heilt und pflegt. Die Morgaine, die auch oft gleichgesetzt wird mit der irischen Frauengestalt, die der Morrigan, die halt auch eine Wesenheit der Anderswelt darstellt. Geschichten von den Wesen der Anderswelt gibt es viele. Und
Es gibt auch viele echten, mehr oder weniger echte Orte, die als Übergang von unserer Welt in die der Anderswelt, ins Reich der Feen und Elfen und Kobolde gelten. Wie zum Beispiel das mystische Avalon oben in Britannien. Oder aber auch den Elfenwald Brusselande, der irgendwo in der Bretagne rumfliegen soll. Ja, wie vorhin schon erwähnt, in den meisten Geschichten, die wir über die Feen kennen, werden sie als liebenswerte, gutherzige Kreaturen dargestellt. Am bekanntesten wahrscheinlich einfach sowas wie Cinderella und Dornröschen. Denn Cinderella ermöglicht es, die Fee Cinderella bis um Mitternacht als gut gekleidete Prinzessin auf den Ball zu gehen und dort ihren Liebsten kennenzulernen. Die drei guten Feen aus Dornröschen geben ihr zur Geburt jeweils einen Segen mit. Oder auch die Darstellung moderner Feen, die ist schon fast abartig niedlich, muss ich sagen. So ist die Prinzessin Lilifee oder Tinkerbell. Wobei Tinkerbell, die im deutschen Original auch mal Naseweiß genannt wurde, tatsächlich auch eine düstere Seite schon an sich hatte. Immerhin wollte sie am liebsten Wendy ans Leder gehen, aus purer, schierer Eifersucht. Aber meine Güte, es ist wohl niemand irgendwie vor Eifersucht und Liebe gefeit im Endeffekt. Gefeit, übrigens auch so ein Wort, das tatsächlich von den Feen kommt. Gefeit sein ist gesegnet sein, beschützt sein vor etwas. Wie gesagt, an Naseweiß Tinkerbell sieht man es schon ein bisschen. Ne? Feen und Kobolde sind auch bekannt dafür, jede Menge Streiche zu spielen. Allerdings sind unsere Geschichten auch ein bisschen betrübt und ein Opfer ihrer Zeit geworden. Das merkt man auch viel an den Grimmschen Märchen, dass die blutrünstigen und dunklen Aspekte immer kleiner gemacht wurden, um das wirklich zu von Geschichten für Kinder, die dafür da waren, sie vor der Anderswelt zu warnen, zu Geschichten wurden, um Kindern eine Lektion zu erteilen oder einen bestimmten Lebensgrundsatz mitzugeben. Allerdings waren die Geschichten früher viel dunkler, viel bösartiger. Denn die Menschen früher hatten Angst vor den Elfen, vor den Feen, die des Nachts kommen und ihre Kinder rauben. Und das ist es halt. In der modernen Popkultur gibt es tatsächlich wieder eine Richtung, die viel eingeschlagen wird, um ein bisschen dieses Düstere der Vergangenheit wieder hervorzuholen. Das sieht man zum Beispiel darin, dass im Film Bright jetzt eine Fee zum Beispiel einfach nur noch als Schädling gehandelt wird. Ne? So ein bisschen was, wofür man die Pest Control rufen würde. Oder noch besser, es ist in Hellboy, wo die Zahnfee nicht ankommt und einem Geld unters Kopfkissen legt, sondern einem einfach die kompletten Zähne und das Skelett wegfrisst. Dabei aber trotzdem auch noch irgendwie süß aussieht. Muss man ihn lassen. Aber auch aus unseren Märchengeschichten, die ich vorhin erwähnt habe, die übrigens im Englischen so passenderweise Fairy Tales, also Feengeschichten heißen, kennen wir Malefiz, die böse Hexe, die in der Geschichte um Dornröschen aufs Zorn darauf nicht zu der Feier ihrer Geburt eingeladen geworden zu sein, sie einfach mit einem Fluch belegt. Also man sieht, selbst da haben ein paar von den dunklen Elementen überlebt. Und dann gibt es da noch einen Musiker, den ich zum Beispiel sehr schätze. Ventus von der Band Bitterblossom, der das Feenreich auf seine ganz eigene Art und Weise den Leuten näher bringt, es mit ihnen erkundet. Und zwar halt durch seine Musik, die düster ist, aber irgendwie von einer gewissen Magie durchzogen. Texte, die einen in den Bann ziehen, die einem erzählen von der Anderswelt, die einen dazu einladen, einen Blick darauf zu werfen, aber auch eindringlichst davor warnen, dort zu verweilen. Und so ganz fertig wäre das Video auch nicht, dann ohne Paul. Paul war nämlich so wundervoll,
und hat mir ein richtig, richtig gutes Buch empfohlen. Der Blumenkrieg von Ted Williams, was erstmal total unspektakulär klingt, ich euch aber unbedingt ans Herz legen will. Es geht tatsächlich um die Anderswelt, um Feen, um diktatorische Elfen, um merkwürdigste politische Verstrickungen zwischen den beiden Welten. Ich will euch nicht zu viel verraten. Ich kann euch nur empfehlen, euch vielleicht einfach eine Leseprobe zu besorgen. Wenn ich eine finde, verlinke ich sie einfach mal unten. Aber ihr solltet es wirklich lesen und schätzen. Das war's erstmal mit meinem ersten Video der zweiten Staffel von Monster of the Week. Das nächste Video kommt dann nächsten Monat. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Cheerio! Ja, während ich dieses Video hier gerade am Bearbeiten bin, ist mir aufgefallen, der liebe Daniel von Floop Gaming hat ja heute Geburtstag. Von daher gibt es an dieser Stelle ein Shoutout von mir an seine Stelle. Und natürlich die allerbesten Glückwünsche zum Geburtstag. Mein Lieber, mach weiter so. Alles Gute noch für die Zukunft. Bist ein Knorke-Kerl. Alle, die ihn mögen, schaut einfach mal bei ihm rüber. Ich glaube, ihr würdet ihm eine Riesenfreude machen. Bis dahin, bye bye.